Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in dem schönen Orga TV Studio. Wir sind die letzte Gruppe der Übung zur Medienpraxis dieses Semester und wir beschäftigen uns heute mit dem Einsatz des Web 2.0 im Unternehmen. Und unser Motto dieser Sendung ist Web 1.2 oder 3.0. Und was euch dort genau erwartet, das seht ihr jetzt. Heute in unserer Show. Michael hat für euch in Stuttgart interviewt. Nico zeigt euch einen Spielfilm über Web 2.0 im Personalmanagement. Christophs Beitrag geht über die Personalbeschaffung mittels Jobnetzwerk. Und Martin ist für euch in die Zukunft gereist. Wir spielen heute Web 1.2 oder 3.0 und bei uns können nicht nur die Kandidaten gewinnen, sondern ihr könnt auch ordentlich abstauben. Nämlich 2 Karten für das wohl sympathischste Festival des Saarlandes, nämlich das Rock am Bach, das am 21. Juli in Nunkirchen stattfinden wird. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die folgende Frage zu beantworten. Und zwar, welches Web 2.0 Unternehmen ging als erstes an die Börse? Wenn ihr das jetzt noch nicht wisst, in der Sendung wird irgendwann eine Information kommen, die euch die Frage wohl selbst beantworten wird. Okay, und bevor wir jetzt hier loslegen mit den Kandidaten, seht ihr noch kurz die Orga TV News. Studenten zeichnen bestes Personalrecruiting im Web aus. Wie bereits im vergangenen Jahr zeichnen die Studierenden des Faches Medienkommunikationsmanagement an der Universität des Saarlandes auf 2007 wieder die besten Personalwebseiten der DAX 30 Unternehmen aus. Rund 230 Studierende bewerteten die Internetauftritte anhand der Saarbrücker Cube-Formel im Rahmen einer Semesterfallstudie des Lehrstuhls Organisation Personal- und Informationsmanagement. Die Cube-Formel berücksichtigt die Kategorien Content, Usability, Branding und Emotion, die anhand definierter Merkmale bewertet werden. So kann sich eine Seite zum Personalrecruiting beispielsweise durch besonders gute Werte in den Kategorien Nutzerfreundlichkeit und Emotion auszeichnen. Die Saarbrücker Cube-Formel zur Bewertung von Personalwebseiten geht auf Professor Dr. Scholz zurück, der sich in seinem Lehr- und Forschungsprogramm für Medien- und Kommunikationsmanagement mit dem Einsatz und der Funktion von Medien in der Wirtschaft sowie dem Management von Medienunternehmen auseinandersetzt. Ziel ist die interdisziplinäre Ausbildung von Managern mit solider betriebswirtschaftlicher Basis und ausgeprägter Medienkompetenz. Die Preisträger der besten Stellenangebotswebseite wird am 11. Juli 2007 um 14.15 Uhr im Kino 8,5 in Saarbrücken bekannt gegeben. Zu der Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Unicamp für Schülerinnen. Talente in Naturwissenschaften und Technik gesucht. Unter dem Motto Faszination Naturwissenschaft und Technik veranstaltet die Universität des Saarlandes erneut das Unicamp für Schülerinnen der Klassenstufen 8 und 9. Die Mädchen werden die dritte Ferienwoche vom 23. bis 27. Juli an der Uni verbringen und Einblicke in die Welt von Forschung und Technik bekommen. Den Schülerinnen, die in unmittelbarer Nähe zum Campus beim Olympiastützpunkt des Saarlandes wohnen werden, wird ein vielfältiges Programm geboten. Sie erleben in zahlreichen Veranstaltungen Wissenschaft zum Anfassen und lernen spannende Berufsbilder von der Informatik bis zur Nanotechnologie kennen. Sie experimentieren in kleinen Gruppen gemeinsam mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in den Labors. Neben Professoren und Professorinnen sowie Arbeitsgruppen der naturwissenschaftlich-technischen Fakultäten sind auch das Max-Planck-Institut für Informatik und das Zentrum für molekulare Medizin dabei. Außerdem wird mit einer Campus-Rallye, speziellen Sportangeboten des Hochschulsports und einem Grillfest ein attraktives Rahmenprogramm angeboten. Rund um die Uhr werden die Mädchen von einem erfahrenen Betreuungsteam begleitet. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro. Ein Frank-Miller-Comic und die berühmte Schlacht bei den Thermopylen
lieferte den Stoff für Zack Snyders aktuellen Blockbuster 300, der in der nächsten Woche im Unikino läuft. In der Antike war der Durchgang des Engpasses nur 5 Meter breit. Die Athener und Spartaner hatten damals ein zahlenmäßig weit unterlegenes Heer. Eine offene Feldschlacht stand folglich nicht zur Diskussion. Vielmehr war der Sinn der Positionierung der Truppen der, einen raschen Vormarsch Xerxes aufzuhalten. Das Kommando über die Truppen hatte einer der beiden spartanischen Könige, Leonidas. Im Film wird dieser von Gerard Butler verkörpert, der wie alle anderen Darsteller auch trotz vieler Special Effects und durchgehendem Actionfeuerwerk schauspielerisch zu überzeugen weiß. Vor allem bei den Kampfszenen beweist der Regisseur, wie gekonnt er Massenschlachten in Szene setzen kann. Dabei orientiert sich Snyder sehr stark an Millers Vorlage und beweist damit eindrucksvoll, wie man einen Comic verfilmen muss. Das sahen die Zuschauer an den amerikanischen Kinokassen ähnlich und belohnten Snyders Mühen mit einem Einspielergebnis von beeindruckenden 70 Millionen Dollar an dem ersten Wochenende. Nachdem ihr jetzt die Neuigkeiten rund um den Campus gesehen habt, geht's jetzt gleich weiter mit unserem Spiel, wofür unsere Kandidaten auch schon bereit sitzen diesmal. Die Leitungen für unser Gewinnspiel werden auch bald geöffnet. So, ihr seid bereit. Unser Spiel ist ganz einfach. Wir spielen ja Web 1, 2 oder 3.0. Ihr müsst einfach eine Frage beantworten und habt 3 Lösungsmöglichkeiten dafür. Und wenn ihr die richtige Antwort wählt, dann bekommt ihr einen Punkt, den ihr später in unserem Tauschbasar gegen tolle Preise eintauschen könnt. Fangen wir also direkt an mit der ersten Frage. Was meint ihr? Sind unsere saarländischen Medienunternehmen in Sachen Web 2.0 up-to-date? Es gibt die erste Möglichkeit. Na klar, wir Saarländer spielen eine Vorreiterrolle. Oder Möglichkeit 2. Wir verwenden die Standard-Tools, werden in Zukunft aber noch einiges ausbauen. Oder denkt ihr, die Antwort 3 ist richtig? Wir haben uns noch nicht ausführlich mit Web 2.0 befasst und hängen etwas hinterher. So, liebe Kandidaten, ihr könnt jetzt schon langsam überlegen und habt gleich Zeit. Ich würde mal sagen, los geht's. Eins, zwei oder drei, letzte Chance, vorbei. So, was meinst du, Florian? Du denkst, Antwort 2 ist richtig und du, Judith? Denkst auch, die 2 ist richtig? Okay, das wäre eine Übereinstimmung. Ob ihr jetzt wirklich richtig liegt, das sehen wir, wenn das Licht angeht. Und tatsächlich ist es die Antwort 2. Wir verwenden die Standard-Tools, werden in Zukunft aber noch einiges ausbauen. Das bedeutet für euch, jeder von euch erhält einen tollen Punkt, den ihr später gegen tolle Preise umtauschen könnt. Sehr schön. Gut, sehr spannend. Michael war für uns in Stuttgart und hat dort mit dem Unternehmensberater Alexander Kreisle gesprochen. Und dort werden wir jetzt gleich in seinem Beitrag sehen, warum unsere Medienunternehmen im Saarland so state of the art sind. Hallo liebe OrgaTV-Zuschauer, ich habe mich im Vorfeld einmal schlau gemacht, inwieweit die Technologien und Tools des Web 2.0 sich schon ihren Weg in unsere regionalen Medienunternehmen gebahnt haben. Der Saarländische Rundfunk und RTL Luxemburg arbeiten derzeit mit Vodcast und Podcast. Bei der Saarbrücker Zeitung ist das Stichwort Blogplattform gefallen und nebenbei noch ein Videoportal und die sogenannte Saarland Community. Doch in Zukunft wollen alle 3 Unternehmen den Bereich Web 2.0 weiter ausbauen. Und deshalb befinde ich mich heute hier in Stuttgart im Fraunhofer Office Innovation Center, wo ich den selbstständigen Unternehmensberater und Trainer Herrn Kreisler treffen werde, der uns einen Überblick geben wird über die Anwendungsbereiche und Möglichkeiten des Web 2.0 im Unternehmen. Also Sie haben jetzt gerade gehört, wie der momentane Stand der Dinge bei uns in den saarländischen Medienunternehmen aussieht. Halten Sie diese damit für up-to-date? Die Technologien sind state of the art. Es sind tolle Sachen, die, denke ich, das Publikum gut ansprechen. Podcasts über Videos bis hin zu Communities und Blogs. Ich denke, Blogs kann man sicherlich gut ausbauen, um die Leute anzusprechen. Ja. Und welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten oder Tools würden Sie sich denn noch anbieten? Also ich könnte mir sehr gut ein Wiki vorstellen, mit dem man wirklich für regionale Künstler, saarländische Künstler, einfach ein gutes Informationsportal aufbaut mit Beteiligung der Nutzer. Und für welche Unternehmensbereiche ist die Anwendung von Web 2.0 Tools sinnvoll? Zum einen Bereiche, die viel recherchieren müssen, da fällt mir Personalbereich ein. Im Web 2.0 findet man natürlich sehr viel persönliche Informationen. Gibt es übrigens einen Begriff, der heißt Googleability, da sollte man als Bewerber ein bisschen drauf aufpassen.
Der andere Punkt ist alles, was mit Zusammenarbeit zu tun hat. Wo gerade ein Medienunternehmen natürlich viel mit Freelancern zusammenarbeitet, die vielleicht über die Republik verstreut sind. Da bieten sich solche Tools an, um in Kontakt zu bleiben, Informationen auszutauschen etc. Ja, und welche Eigenschaften sollten denn die Unternehmen und vor allem auch die Mitarbeiter mitbringen, um Web 2.0 effizient zu nutzen? Ich denke, es sind zwei Sachen. Hard Facts auf der einen Seite, also wirklich umgehen können mit den Technologien. Das andere sind die Soft Facts. Entsprechend offen sein seitens der Führungskräfte, auch es wirklich unterstützen und den Mitarbeitern einfach beibringen, wie gehe ich mit sowas um. Sie die Erfahrungen sammeln lassen und dann wird es gut. Und jetzt aus Unternehmenssicht, was spricht denn jetzt für die Einführung oder den Ausbau der Web 2.0? Ich denke, es sind wieder die zwei Sachen. Also in der Innensicht ist es natürlich tatsächlich, dass es die Zusammenarbeit stärkt und wirklich performanter macht. Das beobachtet man in der Praxis. Und das andere ist natürlich die Außendarstellung. Da hat man wirklich einen Kanal, wo man sehr offen und sehr zielgruppenspezifisch kommunizieren und sich darstellen kann. Für welchen Unternehmenstyp halten Sie denn die Web 2.0 Tools für am geeignetsten? Also Medienunternehmen sollten natürlich vorne dabei sein. Es sind neue Medien und das gehört dazu, dass man da Kompetenz ausdrückt. Ansonsten würde ich sagen, Weblogs und alles, was so nach außen geht, sind prädestiniert für kleine Unternehmen. Schreibt der Chef selbst und das kommt sehr authentisch rüber. Das ist genau das, was man haben will. Die anderen Technologien, würde ich sagen, ist unabhängig, kann jedes Unternehmen gut gebrauchen. Dankeschön, Michael, und schöne Grüße nach Stuttgart, wo wir jetzt mindestens einen Zuschauer mehr haben. Wir haben uns also jetzt in dem letzten Beitrag mit der Anwendung des Web 2.0 im Allgemeinen beschäftigt und werden jetzt spezieller eingehen auf die Anwendung im Personalmanagement. Und dazu jetzt auch die Frage an unsere Kandidaten. Was sind die Vorteile von E-Learning 2.0 zu E-Learning 1.0? Was denkt ihr? Ist es erstens, die Grenzen zwischen Experte und Lernendem verschwinden? Oder zweitens, die Lerninhalte können direkt im Internet gelesen werden? Oder ist es Antwort 3, der Lernende nimmt die passive Rolle ein und hat deshalb weniger Arbeit? So, ihr könnt euch jetzt bereit machen, denn ich würde sagen, es geht jetzt wieder los. 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Okay, und ihr wisst jetzt, was ihr wollt, welche Antwort. Was nimmst du, Florian? Die Antwort 2, okay. Und du, Jude? Antwort 1. Ob ihr jetzt richtig liegt, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Und es ist die Antwort 1. Sehr gut, Jude. Es ist, der Vorteil ist, dass die Grenzen zwischen Experten und Lernenden verschwinden. Du bekommst jetzt also deinen zweiten Punkt schon. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut gemacht. Sehr spannend mit euch. Sehr knapp ist das hier. So, Nico zeigt uns jetzt die Probleme, die ein Personaler haben kann. Und welche Möglichkeiten es im Web 2.0 gibt, um die Probleme zu lösen. Viel Spaß mit Nikos Beitrag. Oh Mann, schon wieder so viele schriftliche Bewerbungen. Das ist ja kaum noch zu schaffen. Was machen denn die E-Mails? 97 neue E-Mails allein in der Mittagspause. Also so kann das nicht weitergehen. Ja, was ist denn? Entschuldigung, Chef, Sie haben uns doch diese Fortbildungsmaßnahmen versprochen. Wie sieht es denn damit aus? Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Kommen Sie bitte später wieder. Okay. Ja. Immer diese Mitarbeiter. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Hier ist Jürgen H. von der Inline-Unternehmensberatung. Ich habe da ein super Angebot für Sie. Nein, danke. Kein Interesse. Lass mich hier doch alle mal in Ruhe arbeiten. Das ist doch nicht zum Aushalten! Ich kann mit diesen Bedingungen nicht mehr weiterarbeiten. Bitte suchen Sie mal nach Alternativen, um den Bewerbungsprozess effizienter zu gestalten. Ja? Außerdem schauen Sie bitte mal nach Möglichkeiten, die interne Kommunikation zu verbessern und nicht ständig von diesen elenden E-Mails abhängig zu sein. Okay, Chef. Ach, und wenn Sie gerade dabei sind, machen Sie sich bitte mal schlau, was es an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen gibt und wie man das Wissensmanagement verbessern kann. So, und jetzt ab an die Arbeit. Was hat der Chef mir da wieder aufgedrückt? Mal sehen, was ich da finden kann. Web 2.0. Damit könnten wir was anfangen.
Das Web 2.0 bietet verschiedene Möglichkeiten, um den Bewerbungsprozess effizienter zu gestalten. So können Anforderungsprofile gemeinsam in sogenannten Firmenwikis formuliert und in Jobnetzwerken veröffentlicht werden. Danach kann selbstständig nach geeigneten Kandidaten gesucht werden oder auf Bewerber gewartet werden. Potenzielle Bewerber können sich dann über Bewerbungsformulare ganz einfach online bewerben. Jede Firma muss dabei jedoch selbst entscheiden, ob standardisierte Bewerbungen ausreichen oder ob weiterhin der Schwerpunkt auf Individualität gelegt wird. Das Web 2.0 birgt auch weitere Chancen für die Mitarbeiterwerbung. So können sich Unternehmen aktiv ins rechte Licht rücken, wenn sie die Informationen in Podcasts oder Blogs veröffentlichen und sie dabei authentisch halten. In Zeiten, in denen die Nutzer des Internets die Inhalte selbst bestimmen, ist nichts weniger gefragt als Imageproduktionen und Marketingjargon. Wichtiger ist eine stimmige Unternehmenskultur, die dazu führt, dass Mitarbeiter begeistert von den Herausforderungen am Arbeitsplatz berichten und so für erfolgreiche Mitarbeiterwerbung im Web 2.0 sorgen. Doch auch in der Personalentwicklung bietet das Web 2.0 eine Reihe von Lösungen an. Längst hat sich der Ausdruck E-Learning 2.0 etabliert. Während beim herkömmlichen E-Learning der Lernende immer die passive Rolle einnahm und versuchte, sich vorgegebene Lerninhalte anzueignen, verschwinden beim Lernen mithilfe des Web 2.0 die Grenzen zwischen Experte und Lernendem. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Lerninhalte nicht unbedingt von vornherein feststehen, sondern sich größtenteils erst in der Interaktion der Lernenden untereinander in Blogs, Wikis und anderen Online-Foren ergeben. Außerdem können vorgegebene Inhalte in viel kleinere Pakete verpackt werden, die dann über einen RSS-Feed abonniert werden und sich so zu einem Ganzen zusammenfügen. Potenziale für das Wissensmanagement im Unternehmen ergeben sich daraus, dass das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen nicht gleichzeitig den Verlust seiner erarbeiteten Lerninhalte und damit auch von Firmenwissen bedeutet. Auf einem externen Server gespeichert können sie im Web beliebig abgerufen werden. So, also wenn diese Web 2.0-Lösungen meinen Chef mal nicht begeistern. Also Schwul, ich muss wirklich sagen, das haben Sie toll hingekriegt. Dankeschön. Glückwunsch. Danke. Hervorragende Arbeit. Dankeschön. Unser Gewinnspiel geht jetzt richtig los. Und zwar sind die Leitungen geöffnet. Ihr könnt 2 Karten für das Rock am Bach 2007 gewinnen. Ihr seht das Line-Up, The Busters, Sam I Am, Disco Ensemble, Strung Out, alles Bands, die für viel Party sprechen. Also das Line-Up lässt sich sehen vom Rock am Bach 2007. Alles, was ihr machen müsst, ist die Nummer anrufen 0681 302 4942 und die Frage beantworten, welches Web 2.0 Unternehmen als erstes an die Börse ging. Das lässt sich beantworten. Vielleicht seht ihr die Antwort gleich bei dem Spiel. So, wir machen jetzt noch weiter mit dem Spiel. Und zwar frage ich jetzt die Kandidaten, welches Web 2.0 Unternehmen ging als erstes an die Börse? War es entweder Antwort 1, Monster.de, oder war es Antwort 2, Xing bzw. OpenBC, oder ist es Antwort 3, Google? Macht euch bereit, Kandidaten, denn jetzt geht es gleich los. Ich würde sagen, es geht los. Eins, zwei oder drei, letzte Chance, vorbei. So, eure Entscheidungen. Florian, du meinst, Antwort 2 ist richtig, das wäre Xing OpenBC. Und Jude, du meinst auch die Antwort 2. Mhm, interessant. Okay, ob ihr richtig geraten habt, das seht ihr jetzt, wenn das Licht angeht. Ja, ihr habt beide recht, es ist Xing und OpenBC. Sehr gut, das bedeutet für euch beide wieder jeweils einen Punkt. Das ist richtig spannend bei euch hier. Sehr gut. Es klingt einfach. Man meldet sich bei einer Datenbank an, gibt seine persönlichen Daten ein und wenig später bekommt man seinen Traumjob per Mail frei Haus. Ob das wirklich so einfach ist, sehen wir jetzt in Christophs Beitrag, der einen Blick auf interaktive Jobbörsen geworfen hat. Es gibt 4 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Dennoch sind viele Stellen in Unternehmen nicht besetzt. Vor allem qualifizierte Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Oft kann das Arbeitsamt nicht vermitteln und die Personaler müssen deshalb auf anderen Wegen neue Mitarbeiter beschaffen. Doch wo soll man nur die richtigen Kandidaten finden? Xing war das erste Web 2.0-Unternehmen, das an die Börse ging.
und deshalb möchte ich die Möglichkeiten von Jobbörsenersatz und Xing aufzeigen. Xing ist kein reines Jobnetzwerk, sondern ein Business-Netzwerk. Die Suche nach einem Job oder Mitarbeiter ist nur eine von zahlreichen Gründen, warum Mitglieder das Netzwerk nutzen. Nachdem man sich bei Xing angemeldet hat, fehlt zur vollständigen Nutzung aller Funktionen nur noch eine kostenpflichtige Lizenz. Bei Xing 5,95 Euro pro Monat. Jeder User hat seine Startseite und sein Profil, das er bearbeiten kann. Über die Veröffentlichung des eigenen Profils, der sogenannte User Generated Content, wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf sich aufmerksam machen. Über Basisdaten hinaus enthält das Profil unter anderem Informationen über Werdegang, Projekterfahrung und Sprachkenntnisse. Die elektronische Personalakte bildet somit die Grundlage für diese Netzwerke. In verschiedenen Gruppen zu allen Themengebieten lassen sich Kontakte zu Arbeitssuchenden oder Wechselwilligen knüpfen. Hat man eine interessante Person gefunden, lässt sich schnell und einfach Kontakt aufnehmen per Mail oder netzindikierter Benachrichtigung. Nachdem man den sogenannten Erstkontakt mittels interaktiver Jobbörse geknüpft hat, steht einem Treffen und einem persönlichen Gespräch nichts mehr im Wege. Viele Personaler schauen den interaktiven Web 2.0-Anwendungen noch mit Skepsis entgegen. Sie sagen, ein Händeschütteln, ein persönlicher Kontakt und ein Gespräch sind durch nichts zu ersetzen. Dennoch würden sie mehr Informationen und einen interaktiven Kontakt mit den Bewerbern vor einem Treffen sehr begrüßen. Sei es nur der Vorauswahl wegen. Fach- und Führungskräfte sind oft nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle und deshalb nur schwer auszumachen. Der große Vorteil der Jobbörsen ist der Zeitfaktor. Das Kennenlernen, die Kontaktaufnahme bis hin zum Bewerbungsgespräch findet in wenigen Tagen statt. Auffallend beim Durchstöbern dieser Netzwerke ist eine Vielzahl langer Listen. Individualitätsverlust und standardisierte Bewerberprofile entstehen. Sie erwecken einen gläsernen Eindruck und die Bewerbungen sind nicht mehr auf ein bestimmtes Unternehmen zugeschnitten. Letzten Endes muss jeder Personaler selbst entscheiden, ob er die Methode über das Arbeitsamt oder die Personalbeschaffung über die Jobbörse wählt. Unser Gewinnspiel geht bald zu Ende. Das bedeutet für euch, beeilt euch, denn die Leitungen werden bald geschlossen und das wäre schade, wenn nicht genau ihr die Karten fürs Rock am Bach gewinnen würdet. Es rentiert sich nämlich richtig und wenn irgendwo die Party geht, dann ist es auf dem Rock am Bach 2007. Es gibt viele Prognosen über die Entwicklung von Web 2.0 allgemein und die Expertenmeinungen gehen da auch sehr auseinander. Und ich habe mir gedacht, hey, dann reise ich doch mal in die Zukunft, um mir anzugucken, wie es wirklich dort aussieht. Viel Spaß also bei meinem Beitrag in der Zukunft. Wie wird die Zukunft des Web 2.0 im Unternehmen aussehen? Die Personalbeschaffung über den Kanal Internet wird in Zukunft immer wichtiger werden, wenn nicht sogar der wichtigste Kanal überhaupt. Und Web 2.0 spielt dabei eine sehr große Rolle, um ganz einfach die Effizienz und Effektivität permanent zu erhöhen. Auch wenn das Thema Second Life derzeit in der Fachpresse sehr kontrovers diskutiert wird, spielt es aus meiner Sicht heraus für den Personalrecruiting-Prozess noch keine große Rolle, weil gerade im Personalrecruiting ist natürlich der persönliche Kontakt zum Kandidaten sehr, sehr wichtig. Es kann vielleicht ein erster Kontakt im Second Life aufgenommen werden, aber alles andere muss auf der persönlichen Schiene weiterlaufen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Zeitreiselabor. Wir haben eben eine Experteneinschätzung über die Zukunft des Web 2.0 im Unternehmen gehört und ich werde jetzt in die Zukunft reisen, um mal zu sehen, wie es dort wirklich aussieht. Dazu werde ich mich jetzt mit dieser Hightech-Dusche in die Zukunft duschen. Professor Dr. Strangerhoff, starten Sie die Maschine. Da. Energie. Thank you.
Ha, mein Freund, das sind Sie hier total falsch. Sie sind hier in der Realität. Unser Unternehmen existiert nur noch online. Da drüben, da kannst du rein. Wow, und das hier ist also das Unternehmen der Zukunft im Second Life. Und hier kann ich all das haben, was ich will. Ganz genau. Dann hätte ich gern mal das neue Album von... Tokyo Hotel? Ja! Woher wissen Sie, dass ich genau dieses Album will? Wir haben über jeden Kunden eine spezielle Kartei angelegt mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Er rechnet aus zum Beispiel den Daten im StudiVZ oder seinem Blog. Und ich kann Ihnen genau sagen, was Sie in den nächsten 2 Stunden machen werden. Nämlich diese DVD anschauen und diese Flasche Whisky trinken. Das ist ja interessant. Und deshalb ist Ihr Unternehmen auch so erfolgreich im Second Life. Genau. Ich werde mich mal weiter umgucken hier. Hey, wer bist du denn? Hey, man nennt mich Holzenbrink. Ich bettel jetzt hier im Second Life und verdiene auch endlich Geld. Früher gehörte mir StudiVZ. Betteln im Second Life. Auch eine interessante Geschäftsidee. So, ich habe mir mal das Second Life angeguckt und ich muss sagen, hier gefällt mir es wirklich sehr gut. Meinten Sie, Sie könnten mich irgendwie einstellen? Okay, ich könnte Sie einstellen als Web 2.0 Geschichtsexperte. Ja, das würde mir liegen. Abgemacht. Okay. Das war zugegeben ein sehr, sehr fiktiver Ausblick in die Zukunft. Und da kann ich auch wirklich nicht garantieren, dass die Zukunft wirklich so aussieht. Also, nun ja, wir haben das Gewinnspiel jetzt am Ende. Und 2 Gewinner dürfen sich glücklich schätzen über die Karten am Rock am Bach, fürs Rock am Bach. Und zwar ist der erste Gewinner Moritz Schari. Herzlichen Glückwunsch. Und Yannick Kirsch. Auch herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet Spaß haben. Für alle anderen, ihr könnt die Karten natürlich noch kaufen und das wird auf jeden Fall spitze dort. So, kommen wir nun zur Siegerehrung. Unsere Kandidaten haben sehr hart gekämpft, deswegen auch total außer Atem bestimmt. Klar, gewonnen hat aber letzten Endes Judith mit 3-2 Punkten. Tut mir natürlich jetzt leid, Florian. Bitter, sehr bitter. Herzlichen Glückwunsch, Judith. Danke. Toll gemacht. Starker Kampf. Nun ja, ihr könnt gleich eure Punkte eintauschen am Tauschbazar gegen wertvolle Preise. Ganz tolle Preise übrigens. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich mich bedanke fürs Zuschauen. Ich bedanke bei meinem Team, das gut mitgearbeitet hat. Und ich freue mich auf die Zukunft mit OrgaTV. Nächste Woche schaltet ihr wieder ein, Mittwoch 18.18 Uhr, wo dann das Orga-Praktikum-Team für euch da sein wird. So, und ihr könnt jetzt an den Bazar gehen und euch eure Punkte eintauschen. Viel Spaß!